Guten Morgen und herzlich willkommen auf meiner Tour hier auf dem Weserradweg. Ich bin wieder hier, wo ich vor 4 Tagen aufgehört habe und einen kleinen Heimaturlaub angetreten habe. Der ist jetzt beendet und ich freue mich, wieder in die Pedale treten zu können. Ja, ich stehe hier wieder am Wasserstraßenkreuz hier, wo der Mittellandkanal in 13 Meter Höhe über die Weser geführt wird. Dieser vordere Teil ist 1915 fertiggestellt worden. Steht inzwischen auch unter Denkmalschutz. Da vorne in dem ist die Weser und diese Brückenbögen hier vorne auf dem Festland quasi sind dafür da, dass bei extremem Hochwasser das Wasser ablaufen kann und sich nicht staut. Ja, der Mittellandkanal da oben drauf hat eine Tiefe von 3 Metern und das ist allerdings nicht tief genug für die großen Pötte. Deswegen hat man dahinter noch einen neuen Trog gebaut mit 4 Meter Tiefe und da fahren die großen Pötte drauf. Hier in dem älteren Teil fahren nur die Sportboote. So, ich fahre jetzt hier drunter durch und dann geht es immer Richtung Norden, Richtung Nordsee. Mein heutiges Ziel ist Nienburg, beziehungsweise noch 10, 15 Kilometer weiter auf dem Campingplatz. Ja, auf geht's! Alte Brücke und hier beginnt die neue. Jetzt sind wir wieder an der Weserschleuse. Hier habe ich das letzte Video beendet. Das ist hier jetzt ein ganz toller Radweg. Kann man ganz toll befahren. Direkt an der Weser. Mit den Bergen hört es jetzt auch auf. Wir sind jetzt hier wirklich im norddeutschen Flachland. Und man sagt ja auch, dass der schönste Teil der Tour jetzt hinter mir liegt. Aber wir schauen mal. Ich komme jetzt nach Petershagen. Bin irgendwie von der Weserradroute weggeleitet worden, da unten per Schild. Warum auch immer. Und komme ich jetzt hier mal so durch den Ort. Wobei ich jetzt auch jetzt gleich wieder auf dem offiziellen Weg bin. So, links. Ganz hübsch mit dem vielen Fachwerk. Da gibt es mal wieder eine Windmühle. Und es hat leicht angefangen zu regnen. Deswegen habe ich die Regenjacke schon wieder an. Wobei es jetzt eigentlich auch schon wieder aufgehört hat. Jetzt soll ich hier gleich zu irgendeinem Badesee kommen. Oh, da ist schon einer. Das ging ja schneller als ich dachte. Aber es geht noch weiter mit Badeseen. Ich fahre hier gerade durch ganz viel Wasser, rechts und links. Man sieht nur nichts wegen der Bäume. Mal gucken. Jetzt links abbiegen auf Straße, danach geradeaus auf Großenherser Südholz. Zum Badesee. Ja gut, den Strand habe ich vorhin links liegen gelassen. Oh. Folge dem Weg 1 Kilometer.
jetzt geradeaus auf Großenherser Südholz? Hätte ich doch da vorne Pause machen sollen, was? Ja, wieder alles falsch gemacht. Aber da oben kommt noch ein See. 22 Kilometer gefahren. Ich komme tatsächlich nach Russland. Das glaubt mir jetzt keiner. So, knapp 25 Kilometer bin ich gefahren. Bis Nienburg will ich mindestens und auch noch weiter. So, da ist mal wieder die Weser zu sehen, aber leider hat es auch wieder angefangen, ein bisschen zu regnen. Schade. Das nächste Etappenziel wäre jetzt mal so Stolzenau. Da wäre doch mal irgendwie eine Bratwurst, ein Fischbrötchen oder eine Torte angesagt. Mal sehen, was ich ergattern kann. Der Radweg geht geradeaus. Das ist doch mal nett. Flasche leer, bitte bedienen Sie sich. Dann mache ich das mal. Ist zwar noch nicht ganz leer, aber was man hat, hat man. Nienburg, Stolzenau 7 Kilometer, Stolzenau. Und Nienburg waren glaube ich 20 oder so. Hier blüht es besonders schön. Kreis Minden-Lübbecke. Da haben wir sie wieder. Das war übrigens nicht die Weser, sondern ein Kanal, so ein Verbindungskanal. So, immer noch kein Radweg hier. Dafür viele Felder. Immer wieder eine Schleuse. Und da hinten, das ist der Schleusenkanal Schlüsselburg. Die Weser kommt von da und hier ist dieser Kanal. Ich komme nach Stolzenau. Folge dem Weg 400 Meter. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? In 170 Metern geradeaus auf Allee. Ich fahre mal noch ein paar Meter weiter. Aber ich glaube, ich fahre zurück. In 70 Metern geradeaus auf Allee. Mal gucken, was es da gibt. So, das Wetter ist so richtig schön scheiße, es regnet und ich fahre ein paar Meter mit dem Ben zusammen. Hallo. Wir haben uns gerade in der Pizzeria wieder getroffen, kann man sagen. Unterwegs waren wir auch schon mal irgendwo zusammen und jetzt fahren wir ein paar Meter gemeinsam. Das Wetter kann besser werden, aber hier haben wir eine richtige Rennstrecke. Breit und gut zu befahren. Hier wird überall Kies abgebaut. Regen lässt ein bisschen nach.
das ist nicht mehr die offizielle Route hier, aber wir sind in Nienburg auf unbekannten Wegen. Ja, aber wir kommen aber wieder zurück auf die Tour. Wo? Ein bisschen guten Willen. Das ist doch mal ein Ausblick. Altstadt 25 Meter. Da sollen wir, glaube ich, lang fahren. Also zumindest. Genau. Da geht es in die Altstadt. Und da macht es wieder für den Bogen. Okay. Ich fahre da mal rein. Ja. Mach das. Ich fahre noch ein paar Meter geradeaus und dann nach vorne weiter. Du düst jetzt durch. Ja? Du düst jetzt durch. Muss. Gute Fahrt. Komm gut an. Freude, Martin. Ciao. Alles Gute. Dann. Ja. Viel Spaß. Ja. Bis, ja. Dann, ne? Bis dann, genau. Vielleicht trifft man sich mal wieder. Könnte auf dem Ostseeküstenradweg. Vielleicht, wer weiß. Genau. Mach's gut. Gute Reise. Ciao. So. Ich bin in Nienburg. Ab jetzt also wieder allein unterwegs. Ich habe mich da in Nienburg gerade noch mal schön gestärkt mit Blaubeerkuchen und Hot Kaffee dabei. Und jetzt nehme ich noch die letzten Kilometer in Angriff bis nach Drakenburg. Da gibt es so einen Campingplatz, einen nicht kommerziellen Campingplatz. Das ist mehr so ein Wassersportverein. Ja, mal gucken. Macht den ganz guten Eindruck, nach dem, was ich da so im Internet gelesen habe. Also, weiter geht's. Wetter ist halbwegs trocken. Hier nochmal ein schönes Wässerchen zur Linken. Folge dem Weg 850 Meter. 70 Kilometer habe ich jetzt. Diese Strecke hier ist ansonsten eigentlich arm an Highlights. Felder. Naja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das mein Campingplatz. Nur, dass ich erst nochmal hier auf der linken Weserseite weiterfahren muss und da hinten gibt es irgendwo eine Brücke in den Ort Drakenburg rein und da muss ich ein Stück zurückfahren. Oder ich schwimme. Aber das tue ich nicht. Drakenburg, ich komme. So, angekommen. Jetzt kann man hier, glaube ich, einfach hin und sich einen Platz suchen. Angepasst. Jetzt umkehren. So, und da schmeißt man dann hinter sein Geld rein. 7 Euro Erwachsener. Würde ich hier zahlen. Klasse. Da. Das Problem ist nur, dass es hier in Drakenburg keinen Supermarkt gibt und ich in Nienburg vergessen habe, mir was zu kaufen. Dann gibt es halt wohl Studentenfutter. Tja.
Ist das nicht irre hier? Total ruhig. Noch zwei andere Zelte. Direkt an der Weser. Ein Stuhl dabei. Da vorne sind die sanitären Anlagen. Und morgen schmeißt man da einfach 7 Euro in den Briefkasten und dann ist gut. Und Steckdosen zum Laden der Akkus. Dabei sind die fast voll. Naja, also ich bin's zufrieden. Klasse. Ich glaube, da vorne habe ich vorhin gestanden. Oder da. So, jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen. Ich habe mir ja sowas gebastelt, so eine. Hier irgendwo ist die Leckage. Oder hier drunter, besser gesagt. Wo irgendwie so ein bisschen es reintropft. Das ist nicht weiter dramatisch. Das kann ich auch irgendwie mit so einem Zeug mal wieder flicken. Habe ich jetzt natürlich nicht hier, aber die Plane, die wird es auch schon soweit aufhalten. Ich glaube, das war's für heute. Morgen geht's dann Richtung Bremen. Erstmal Pferden und dann ja, mal gucken, wie weit. Ich sag für heute Tschüss. Vielleicht gibt es noch ein paar Bilder, vielleicht auch nicht. Ansonsten bis zum nächsten Mal.